an vielen Stellen entscheidet sich ja, ob es uns gerade gut geht oder nicht gut geht, an den Fragestellungen und den Antworten, die wir uns selber geben und was wir da halt oft haben. Und da geht es den Kindern nicht anders, wie uns Erwachsenen, dass wir bestimmte Glaubenssätze haben, die unser Leben bestimmen. Glaubenssätze haben nichts mit Kirche oder sonst irgendwelchem Glauben zu tun, sondern spiegeln nur wieder, was wir uns selber glauben. Und wenn Kinder, wir hören das häufig, wenn Kinder sich sagen, ach, Englisch kann ich sowieso nicht oder ach, ich bin doof oder ach, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dann sind das vielleicht Glaubenssätze, die unbewusst schon schalten, die nicht unbedingt immer förderlich sind. Und was wir machen, ist mit den Kindern mal auf die Glaubenssätze schauen und schauen, was könnte ich mir denn stattdessen glauben, mit dem es mir gut geht, und zeigen den Kindern auch, wie das ganz automatisch dann funktioniert. Und das Resultat ist dann meistens, dass wir dann von Eltern hören, dass das Kind plötzlich wie von alleine bei den Hausaufgaben sitzt, Dinge ganz einfach macht oder ganz anders mit Problemen umgeht, weil bereits, ich sag mal, bevor ich bewusst mir Gedanken mache, dass es ja gar nicht stimmt, dass ich doof bin, schon von alleine denke, ja, ich schaffe das, wenn ich will. Und das ist eine ganz wertvolle Arbeit, die wir da mit den Kindern machen, die auch bis in das Jugendlichen, in das Studenten- und Erwachsenenalter reingreift, miteinander vernetzt und es einfach unheimlich viel leichter machen kann.